Was? Willkommen heute zu einem neuen Video und heute zeige ich euch mal eines der neuen Skywars Kits, denn es gibt seit gestern 5 neue Skywars Kits und ich dachte mir, ich zeige euch mal ein paar, beziehungsweise heute nur eins, und zwar das meiner Meinung nach krasseste Kit, vielleicht, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall ein Kit, was meiner Meinung nach, ja, Potenzial hat, zum neuen OP-Kit zu werden, und das hier ist das Mushroom-Kit. Was hat das Kit? Wir haben 64 rote Pilzblöcke, 64 Schüsseln und eine Pilzkuh. Und wenn ihr Bock habt, dass ich vielleicht in den nächsten Tagen mal immer wieder so ein paar Kits vorstelle, also vielleicht so die besten Kits oder meiner Meinung nach besten Kits, dann lasst auf jeden Fall mal gerne eine Bewertung da und dann kann ich das gerne machen. Und ich werde euch auch im Verlauf der Zeit oder der Runde mal zeigen, warum denn das Kit meiner Meinung nach Potenzial hat, als OP-Kit wieder eingestuft zu werden. Das ist eigentlich offensichtlich wahrscheinlich der Grund und man kann sich die Fähigkeiten des Kits wahrscheinlich auch denken, aber ich werde euch trotzdem verraten, was das Kit natürlich kann. So, und zwar platziere ich hier schon mal die Kuh und ja, Leute, wir können jetzt hier erstmal ganz viele Pilzsuppen machen und das Krasse ist, wahrscheinlich denken es sich sowieso schon die meisten, aber ja, wir können halt die Pilzsuppen direkt essen und können somit unsere Herzen sofort regenerieren. Und das ist meiner Meinung nach ein Vorteil, der echt nicht schlecht ist. Denn ihr müsst bedenken, ihr könnt so gesehen im Kampf eure Herzen so lange regenerieren oder so lange heilen, wie ihr in der Lage seid zu supen. So, ich kann jetzt zum Beispiel zeigen, ich kann jetzt mit der, oder auch nicht, ich habe jetzt auf jeden Fall 4 gedrückt und konnte meine Herzen halt wieder direkt heilen. Und das ist schon ein krasser Vorteil, wenn man so nachdenkt. So, und rein theoretisch könnten wir jetzt auch wieder unsere Hungerbalken regenerieren. Oh, scheiße, das wird eine knappe Angelegenheit. So, wir können unsere Hungerleiste auch wieder regenerieren. So, und ich muss gerade mal anstrengen, mich mit dem Supen. Ich bin nicht der Beste im Supen. Und da ist er runtergeflogen. Ich bin nicht der Beste im Supen, also könnt ihr nicht erwarten, dass ich hier irgendwie ein krasses Gameplay mit dem Kit liefern kann. Aber ich versuche mich auf jeden Fall anzustrengen. Und das Kit so gut zu präsentieren, wie es denn möglich ist. So. Und das hoffe ich. What the fuck? Von wo kam der? Alter, der hat mich jetzt ein bisschen erschrocken, muss ich zugeben. So, dann haben wir jetzt hier ein Dia-Schwert einfach vom Himmel geschenkt bekommen. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle. Die Fishing Rod behalte ich einfach mal, obwohl ich die wahrscheinlich eh nicht benutzen werde. Haben wir denn hier eine Workbench? Ja, perfekt. Wir haben hier sogar eine Workbench. Und dann können wir uns hier die Schuhe machen. Und ja, das Kit ist meiner Meinung nach auf jeden Fall, oder hat zumindest meiner Meinung nach Potenzial zum OP-Kit zu werden. Für die Leute, die halt natürlich auch gut supen können. Ne? Für die Leute, die halt überhaupt gar nicht supen können. Die können damit nichts anfangen, keine Frage. Aber das ist halt jetzt bei diesem Kit einfach mal so, dass man auch, sage ich mal, Skill haben muss, um halt diese Fähigkeiten des Kits auszunutzen. Aber wenn man diese Fähigkeiten hat, dann steht auch eigentlich nichts mehr im Wege, dass man da nicht mit gut ist. Außer, man muss ja auch mal die Nachteile des Kits sehen. Man hat natürlich rein theoretisch nur die Möglichkeit zu supen, wenn man halt nicht runterfliegt. Wenn man runterfliegt, dann ist sowieso Ende. Dann bringt das Kit auch gar nichts. Dann kann man so viele Herzen regenerieren, oder man kann in der Lage sein, so viele Herzen zu regenerieren, wie man will. Das bringt einem sowieso nichts, weil man eben, ja, sowieso tot ist. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall ein Kit, was nicht schlecht ist. Den Kompass hätte ich nicht wegschmeißen sollen, ist aber auch eigentlich halb so wild. So, und ich hoffe, dass der mich in der Mitte jetzt nicht direkt runterdroppt. Das wäre sehr ärgerlich. Und es sieht jetzt gerade auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich sollte rüberkommen. Doch, ich bin rübergekommen, perfekt. Es gibt auch noch ein paar andere Kits, die neu dazu gekommen sind, die ich auch mal im Laufe der Tage vorstellen möchte, wenn ihr da Bock drauf habt. Deswegen könnt ihr gerne mal eine Bewertung hinterlassen. Und er springt, glaube ich, so runter, ne? Ja, er springt. Ne, er hat eine Enderperle benutzt. So, das heißt, ich muss die jetzt am besten mal die Supfähigkeiten benutzen oder zeigen. Und er sieht mich nicht. Ach man, das tut mir so leid. Ah doch, er sieht mich. Aber tut mir leid, dann kann ich ja auch nichts machen. So.
Ich dachte, er sieht mich nicht, deshalb wollte ich ihn erstmal nicht angreifen, aber der hat mich dann doch noch im Rhein hinein angegriffen, also kann ich davon ausgehen, dass der mich doch gesehen hat. So, und jetzt wird hier erstmal ein bisschen was abbrennen. Den Kompass hätte ich jetzt gut gebrauchen können, ist aber auch halb so wild. Die Potion hätte ich einfach trinken sollen. So, dann kann ich die Potion jetzt auch nochmal ganz kurz trinken, weil dann bin ich auch gegen Feuerresistent. Dann habe ich Feuerresistenz. Ach du Scheiße. So, aber ich muss auch nochmal ganz kurz darauf achten, dass ich jetzt hier noch den Gegner finde. Es leben insgesamt noch 3 Spieler. Da oben sehe ich einen, da könnte ich rein theoretisch einfach diese Brücke nutzen. Wenn er keine Eier hat oder Schneebälle hat oder vielleicht noch einen Bogen, dann könnte ich eigentlich sicher rüberkommen. Denn es gibt jetzt hier auch ein Kit bei Skywars, das nennt sich das Bogenkit oder sowas und das hat halt auch Pfeile. Das kann ich auch gerne vorstellen, wenn ihr wollt, denn das ist auch meiner Meinung nach ein krasses Kit. Aber es hat natürlich auch so seine Vor- und Nachteile, das würde ich aber auch im Video dann zeigen. Deshalb, wenn ihr das auch noch sehen wollt, dann wisst ihr Bescheid, Leute. So, und hier ist zum Beispiel so eine Position, die ist gefährlich, sagen wir es mal so. Ich sehe den Kollegen jetzt hier natürlich, keine Frage, aber hier kann man auch schnell mal auf die Schnauze fliegen. So, okay, dann gehe ich hier mal runter, wo wir halt ein bisschen mehr Platz haben. So, ich tue mal so, als würde ich ihn gerade vielleicht gar nicht sehen. Ich weiß gar nicht, wo ist er denn? Okay, der ist da oben. Er sollte am besten runterspringen. Ich denke wahrscheinlich, ich sehe ihn gerade gar nicht. Der kommt jetzt runter jeden Moment, ne? So, okay, jetzt kommt es hier zum Kampf. Das ist nicht die beste Position, muss ich mal sagen. Aber ich kann jetzt nochmal hier ein paar Suppen essen. Jo, das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte nur sagen, dass ich noch ein paar Suppen essen kann. Aber das war auch gar nicht notwendig. So, und jetzt bin ich halt zum Beispiel wieder in der Masse an Items. Das ist nicht so praktisch. Und kann mich jetzt hier rüberporten hinter den Kollegen. Und er ist leider nicht runtergeflogen. Okay, perfekt. Er kassiert. Ich habe auch kassiert, aber kann das Ganze natürlich ausgleichen mit meinen Suppen und habe ihn dementsprechend töten können. Sehr nice. Und wir haben die Runde gewonnen. Das ist so, denke ich mal, ein cooler Einstieg. Und ich würde sagen, wir hängen einfach noch eine Runde hinten dran. So, und da sind wir jetzt auch wieder zurück in der Runde. Und jetzt machen wir erstmal unsere Taktik, die wir auch schon gerade versucht haben. Also wir gehen erstmal natürlich ganz normal vor. Hier haben wir noch Eisen, eine Enderperle sogar. Können uns jetzt erstmal noch eine Eisenhose machen. Dann können wir die hier wegschmeißen und unten im sicheren Raum verstauen wir dann unsere Kuh, wo wir dann immer, sag ich mal, wieder neue, oh sogar 6 Dias, Alter, nice. Und wo wir dann immer eine sichere Quelle haben, um halt unsere Suppen aufzufüllen. So, und jetzt können wir erstmal rein theoretisch versuchen, uns ein Dia-Schwert zu machen. Das mache ich auch am besten direkt zu Anfang, bevor wir gefeigten. So, das können wir dann auch aussammeln, wenn ich eine Sache wegschmeiße. Ich schmeiße jetzt einfach mal eine Suppe weg. Ist ja auch halb so wild. So, und da kommt schon jemand. Ich sehe schon, da kommt jemand. Oh, da muss ich mich beeilen. So, das brauche ich aber eigentlich alles eh nicht. Oh shit, das war eine knappe Angelegenheit. Was? Alter, Junge, war das eine knappe Angelegenheit. Das hätte auch krass anders ausgehen können. Da sind beide gestorben und das freut mich eigentlich, aber die anderen freut es wahrscheinlich nicht. Ich mache mir ganz schnell Dia-Stiefel, dann kann ich die auch nochmal wegschmeißen. So, die packe ich dann hier in die Ecke und ich habe auch sogar noch eine Enderperle, die ich auch benutzen werde und auch sollte. So, jetzt die Frage, wie benutze ich die Enderperle am besten? Da baut sich jemand drüber, dann würde ich eigentlich fast sagen, versuche ich erstmal mit dem zu fighten. Mach mir aber hier so eine kleine Arena, dass ich hier nicht direkt rausfliegen kann. Denn mit dem Kit ist es einfach wichtig, dass man halt so eine kleine Arena hat. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, weil wenn man runterfliegt, dann ist das Kit auch sinnlos. Aber wenn man so eine kleine Arena hat, dann sieht das gar nicht mal so schlecht aus. So, ich versuche hier mal so einen kleinen Weg zu bauen. So, dann kann ich hier auch reinspringen, weil mir ist es egal, ich kann dann versuchen erstmal mit den Suppen nachzukommen. Er baut sich auch hoch. Oh Mann, das wäre so perfekt gewesen. Er wollte mich damit töten. Nein, ich will nicht.
Alter, sehr nice. Dann, ihr seht, Leute, die Arena hat einiges gebracht. Er hatte zum Beispiel einen Knockback-Stick und das war auch sein Plan. Er wollte uns halt mit dem Knockback-Stick raushauen, aber da wir halt hier so eine kleine Arena gebaut haben, konnte das natürlich nicht. Und wir hatten dann sogar noch so viel Glück, dass wir mit den Suppen unsere Herzen auffüllen konnten, um halt sogar noch gegen den zweiten Gegner auszukommen. Das war schon gut. Also in diesem Sinne würde ich sagen, ich denke mal, wenn man suppen kann, ist das Kit auf jeden Fall sowas von nice. Mir hat es zum Beispiel Spaß gemacht, obwohl ich gar nicht so der beste Super bin. Aber naja, konnte mich zumindest durchsetzen. Die Fähigkeiten haben gereicht. Und in diesem Sinne, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da für mehr Kits. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Video. Ciao!